Willst dein FIFA Dream Team haben? Hol dir jetzt FIFA Coins zum Kampfpreis über den Link in der Beschreibung. Nur bei Marktführer MMOGA. Und damit ein herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play FIFA 15 Ultimate Team. Mein Premier League Team ist ready. Ich bin ready. Ihr hoffentlich auch. Es heißt nämlich jetzt Liga 1 Aufstieg. 3 Spiele und ich brauche noch 4 Punkte. Also das ist schon machbar und ich bin wirklich gespannt, ob ich es schaffen werde. Also, jetzt haben wir hier Rekord Reich T 84 Rating. Costa, William, Lucas, Iniesta, Groß, Fabregas. Also ein ganz crazy Mix hier. Mascherano, Piqué, Bravo aus. Ja, Lucas zerstört das Ganze ein bisschen hier, seine Top-Chemie. Dann hätte er wahrscheinlich noch eine 100er-Chemie. Hat natürlich Pace dann über die Flügel. Vom Team her qualitativ, ja, mit Costa müssen wir natürlich aufpassen in der Mitte. Aber wie nice wäre das? Ein Aufstieg in Liga 1. Also das Hauptziel war es eben erstmal Liga 2 zu halten. Von daher könnte ich jetzt sagen, ich kann relativ entspannt aufspielen. Wobei sich das natürlich immer leichter sagt, als es dann eigentlich ist. Niemand, denke ich, verliert gerne. Und der Druck ist, finde ich, dann trotzdem immer gegeben. Und jetzt haben wir hier Sergio Kun Agüero gegen Gerard Piqué, der ja diese Saison langsam wieder zu alter Form gefunden hat, nachdem er die letzten ein, zwei Jahre nicht nur meiner Meinung nach, sondern auch vieler Experten ein bisschen geschwächelt hat. Und Johnson macht hier den rechten Flügel. Komm, Glenn, belohn dich. Elfer, Elfer, Elfer. Alter, voll in den Schuss rein. Mann! Ich will ja nichts sagen, aber ich sag euch, der hätte gesessen. Und das gibt Geld fürs Krittel im Nachhinein. Das gibt jetzt Geld fürs Krittel. Mist. Jetzt schon verwarnt nach 6 Minuten. Da dachte ich aber, ich komme mit der Grätsche mehr Richtung Ball. Ja gut, war dann nicht ganz so gegeben. War dann nicht ganz so gegeben. Na, es war schon rustikal gegen Costa. Mann, der Johnson-Chance. Nicht nachtrauen. Weil jetzt lass mich mal überlegen. 3 Spiele und ich brauche 4 Punkte. Das heißt, es muss ein Sieg her. Ein Sieg und ein Unentschieden. Oder 2 Siege. Dann hätte ich es auch. Ja. 3 Unentschieden wäre dann ein Punkt zu wenig. Das wäre bitter. Also spielen wir jetzt am besten schon auf Sieg. Und dann hätte ich die Möglichkeit, noch aus den letzten 2 Spielen mit einem Unentschieden zu gehen. Wobei ich auf Unentschieden spielen immer gefährlich finde. Das geht dann oft in die Hose. Also spielen die auf Sieg. Und ups, hier der Ball Richtung William. Aber das Krittel diesmal souveräner. Dann zwar bei der zweiten Klärungsaktion nicht. Aber so nach den ersten Minuten behaupte ich mal ganz frech, anhand der Situation, wie er im 16er verteidigt hat, dass hier was geht. Und so, und hier läuft der Konter über Eden Hazard. Oh, schön geklärt. Diesmal ein bisschen besser als vorher. Und jetzt muss ich natürlich aufpassen mit Skrittel. Aber ja, den laufen wir einfach ab. Und kombinieren uns jetzt hier hoffentlich bestmöglich nach vorne. Wobei es recht eng ist bei ihm hier in der Mitte. Eriks mit links. Probier's mal. Wow, war das ein Strahl. Doch nicht mit links. Er hat den rechten genommen. Nichts geschlänzt, sondern einfach draufgehalten. Und ein richtig schöner Flachschuss. Aber leider knapp am Pfosten vorbei. Ja, und William müssen wir hier aufpassen, ganz klar. Und genauso natürlich auch mit Lucas. Die zwei Pace-Monster. Und dass es kein Elfer gibt. Aber hier, schön geklärt von Touré. Und nach den ersten 20 Minuten, ja, ist es noch recht offen. Ich würde es mal einfach frech sagen, ich bin ein bisschen dominanter. Als wenn das ein Foul war, ganz ehrlich. Aber gut, Position nicht ganz so gefährlich. Auch wenn ich hier einen Toni Kroos am Start habe, denke ich mal nicht, dass er den hier... Gut, Ecke gibt's. In den Knick schlenzt. Aus der Distanz finde ich es ja noch schwerer reinzumachen. Und macht hier die kurze Ecke. Hat aber Gott sei Dank nur Gerard Piqué, der hier von Johnson ganz souverän abgegrätscht wird oder bearbeitet wird. Wir haben es hier Ramirez gegen Mascherano. Da zieht Ramirez davon. Und zweiter Pfosten. Gut, da sollte er hin, kam aber nicht ganz ungeschlänzt. Das war mit Yaya Touré aus dem Stand. Und der war ungefährlich. Aber wir hätten fast nochmal mit Alexis Sanchez hier eine Chance bekommen. Und ich habe gar nicht darauf geachtet, ob er hier den geupgradeten Costa hat. Er macht auf alle Fälle einen guten Eindruck, sein Costa. Und den lassen wir ins Ausrollen. Ganz dezent. Klischee, zweimal angetäuscht, dass er ihn doch holen will, aber ja, ich bin natürlich am Ende der steuert. Und von daher rollte er langsam, aber sicher ins Aus. So, und wir über Hazard.
Komm jetzt, Eden. Zieh da rein. Flach. Aber vom Piqué geklärt. Schade. Und William bekommt den nicht mehr. Also, ja, wir sind schon zum 1-0. Vor der Halbzeit wäre schon was Feines. Und das müssen wir natürlich direkt aufpassen. Ihr seht das. William. Und ich muss... Jetzt Krittel zur Unterstützung. Ziehe ich ihn nach außen. Aber nee, er hat ihn behauptet. Schöner Angriff jetzt hier. Aber der letzte Pass kam Gott sei Dank nicht. Von daher geht jetzt gleich wieder in die andere Richtung. Aber auch bei ihm hier unglaublich kompakt im Mittelfeld. Und Johnson läuft die Lukas wunderbar ab. So, und ich muss das Bällchen hier ein bisschen besser laufen lassen. Und schön warten, bis die Spieler nachrücken. Weil die mega vielen Anspielstationen sind nicht gegeben, wie ihr selber sicher auch schon es hier seht. Von daher lieber ein bisschen kombinieren und dann vielleicht mit... Ah, schön geblockt. Hätte ich vielleicht noch ein Schrittchen gehen sollen. Oh, das war schwach verteidigt, aber Glück gehabt, dass sein Pass nicht ankam. Und Sanchez nochmal mit Agüero. Und Yaya Touré tankt hier. Wow, Modostikal von dem Bein geholt, aber alles noch im Rahmen. Und jetzt weiß ich nicht, warum die Fans hier gerade so abgegangen sind. Und Skrittel auch ganz souverän. Und jetzt haben wir hier nochmal Agüero gegen Mascherano, der das hier auch stark macht. Also verteidigen. War ich vielleicht doch ein bisschen zu voreilig, als ich gemeint habe, okay, er ist nicht der Mega-Verteidiger, macht er jetzt eigentlich deutlich besser. Vielleicht ist er auch noch nicht warm gespielt und es ist hier sein erstes Match und jetzt mit jeder weiteren Minute ist er fitter. Ja, so ein Unentschieden wäre ja, nee, wir spielen auf Sieg, Punkt, fertig, aus. So, aber das schaut fast so aus, als wenn wir mit einem 0-0 in die Pause gehen. Oder auch nicht. Courtois kommt nicht mehr dran. Gut, nochmal eine Ecke. Das hätte nicht sein müssen. Aber hat sich leider nicht verhindern lassen. Und Eriksen pusht hier nochmal seinen Teamkollegen. Ich glaube, ja, Ramirez war es. Muss mal schauen, ob er nochmal die kurze Ecke probiert. Wieder Piqué. Skrittel gegen Piqué. Gerard Piqué. Liegt hier an den Rand des 16ers. Und Touré zweimal geklärt. Jetzt habe ich aber keinen Mann hier. Doch Hazard. Und wir probieren es mit Yaya Touré. Oh, Yaya. Oh, mein Gott! Die muss man nutzen. Mann, der war mit L2 nochmal, aber... Oh, da habe ich extra den Schlenker gemacht. Ich wusste, er läuft so, ich laufe so. Also ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Oh, Gott, das wäre es doch gewesen. Perfekter hätten wir das 1-0 nicht schießen können, zu einem perfekteren Zeitpunkt. So kurz vor der Halbzeit. Schade, schade, schade. Aber bringt es nichts, hier nachzutrauern. Oh, der war ganz wichtig von Klischee. Okay, und Halbzeit. 0-0. Bin ich mal auf die Statistiken gespannt, was die sagen. Also ist ein, denke ich, doch recht ausgeglichenes Match. Ich hatte die besseren Chancen. Oh, der Distanzschuss mit Eriksen war auch schön. Und ganz zu Beginn von Johnson. Aber leider keine rein. Aber der von Touré sind natürlich die müssen eigentlich sitzen. Wenn man sich hier in solchen, ja, Hemisphären bewegt, wie Richtung Liga 1. Jetzt schauen wir mal. 4-2 Schüsse mehr Ball, jetzt bessere Passgenauigkeit. Also momentan spricht alles für mich. Wobei das natürlich, ja, noch nichts heißen muss. Es steht 0-0. Von daher spricht für niemanden irgendwas. So. Und jetzt haben wir hier natürlich ein... Und Yaya Touré ist heute hier sehr um die Offensive bemüht. Spitze Winkel, ich probiere es trotzdem mal. Vielleicht klappt ein Nachschuss. Nein, leider nicht. Von Eriksen bis auf den einen Schuss in dem Match noch nicht so viel gesehen. Das ging gerade nochmal gut. War schwach verteidigt. Und der Pass war auch schwach von Sanchez. Aber der war auch nicht besser. Und der auch nicht, aber ich bleibe im Ballsitz. Und jetzt Agüero, komm jetzt, mein Freund. Alter, was hält denn dieser Bravo? Diesmal ohne Spielereien wie L2, R1 oder sonst was. Sondern... Das ist doch nicht dein Ernst! Was war das für ein Traum-Solo? Und dann an den Innenpfosten.
Und dann kommt auch noch Pech dazu. Und jetzt haben wir hier Lukas mit Skrittel, da muss ich aufpassen. Alter. Das war. Das! Alter, wenn es jetzt Geld gibt, ne. Oh Gott, was ich jetzt Chancen liegen lasse. Ich traue den so nach. Oh, war das nice. Ich habe überlegt, links nach innen, dachte ich, nee, ich dribbel noch ein bisschen weiter mit Sanchez und wäre ja fast belohnt worden. War mit R1 geschlänzt, aber war halt dann doch ein recht spitzer Winkel. Ja, und dann ging es eben leider nur an den Innenpfosten. Und Kolo Touré und, oh, schön. Von Yaya Touré geblockt. Oh, der war nichts. Satz mit X. Und William, ich mach's mal auf offensiv. Das will er es mir gleich tun. Aber Eriksen klärt zur Ecke. Halbe Stunde haben wir noch. Und wieder Piqué. Also da hat er heute kein Glück und kriegt immer den Grobmotoriker zur Seite, der hier dann wenig tricksen kann. Aber er bekommt nochmal eine Ecke. Mal schauen, wer jetzt am Start ist. Jetzt hat er wieder Piqué. Gut, also scheint wohl kein anderer mehr außer Piqué zu werden. Geblockt. Okay. Glück gehabt. Und Ecke Nummer 3. Und wieder Piqué. Und Johnson darf rausziehen. Es kommt direkt die Flanke. Oh, danke für diese Parade, Courtois. Jetzt hat er auch seine erste richtig gute Chance. So, und jetzt Alexis Sanchez. Da kommt Moreno, die kleine Pace-Sau. Und der holt sich auch den Ball. Und jetzt kommt er hier nochmal. Und ja, er kostet in der Mitte, aber die Flanke. Ich könnte ja Kost auch noch bringen. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht, weil ich die letzten Spiele mit Aguero so zufrieden war. Ich mache es auch nochmal auf ausgeglichen zurück. Irgendwie so ein Bauchgefühl. Im schlimmsten Fall nehme ich lieber den einen Punkt mit als keinen. Und der war gut von Sanchez. Dieser Pass war weniger gut. Aber wir haben ihn gleich wieder. Und Aguero. Und hier Hazard. Das sollte kein Abseits gewesen sein. Komm, Eden. Oh, voll verzogen. Hab noch kurz überlegt, ob man ins kurze Eck. Also ich lasse auch ziemlich viele Chancen es liegen. Aber Bravo hat auch schon richtig stark gehalten. Heieiei. Oh. Oh, oh, oh. Nein, diesmal hat er leider Sanchez gestoppt. Nicht viel nach der Ecke reinziehen können. Aber ein Versuch war es natürlich wert. Und von Costa Gott sei Dank in der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz so viel gesehen. Wie in der ersten. Und Aguero, wunderschönen Ball mitgenommen. Yaya Touré, wir probieren es über Sanchez. Nochmal in den Rückraum. Schade, von Moreno geblockt. Nein, ich bring Costa nicht mehr rein. Das Team muss ich so richten. Jetzt probieren wir nochmal, ob Sanchez sich hier nochmal verewigen kann. Jetzt schlinzen wir rein und Yaya Touré mit dem Kopf. Wah, bisschen hoch angesetzt, schade. Und er entschuldigt sich auch direkt. Und der Abstoß kam gerade so noch an. Und jetzt muss ich natürlich aufpassen. Aber der kam nicht zu William. Huh, der war riskant. Und der auch. Aber beide sind angekommen. Dann schauen wir nochmal, was wir hier so nach vorne auf die Beinigstelle kommen. Jetzt über Hazard. Über die linke Seite. Weniger gemacht. Komm jetzt, Eriksen. Mann, das gibt's doch nicht. 10 zu 6 Schüsse. Und nochmal Lukas. Und Kolo Touré gibt sein Bestes, da hinterher zu kommen. Flanke, aber Klischee ist am Start. Und hier gleich hängen geblieben. Und Toni Kroos mit dem Ball auf William. Und wieder Ecke. Da hatten wir ja schon Genüge. Jetzt hoffe ich nicht, dass da noch was anbrennt. Und jetzt hat er hier mal Lukas. Aber schön geklärt.
Und Aguero Wein auf weiter Flur, aber Clichy hilft. Clichy hilft. Und hier nochmal Aguero. Und oben Alexis Sanchez. Der war optimistisch. Eine Nuance zu optimistisch. Mal schauen, ob er nochmal probiert. Oh, diesmal macht er dahin. Oh, hätte ich ihn da bestrafen können. Wäre das nice gewesen. Aber er ist leider an den Ball gekommen. Und 5 Minuten Nachspielzeit. Also 1, 2 Angriffe gehen noch. So natürlich nicht. Und Clichy, gar kein Problem. Da bin ich so froh, dass ich mir den geholt habe. Der ist mega nice. Jetzt nach den Preisspannen ist er, glaube ich, bei 400 irgendwas 1000. Als teuerster Sofortkaufpreis. Die letzte Chance. Gut, dann schauen wir mal, was wir noch auf die Beine gestellt bekommen. Den probieren wir hier gerade durchzupassen. Und stecken ihn nochmal durch. Werden aber gleich geblockt hier. Und hier nochmal Lukas. Den er hier schicken will. Oh Mann. Mann. Boah. Jetzt kein Tor mehr. Dann raste ich aus. Dann raste ich aus. Und er macht nochmal kurz. Okay, und da noch einen Angriff vielleicht. Ball auf Hazard. Och, schade. Gut, ein Punkt. Das heißt, dann hätten wir schon mal einen von vier, sodass beim nächsten Match dann ein Dreier her müsste. Zwei Chancen habe ich noch, zwei Spiele. Und eins von beiden muss gewonnen werden. Dann wird es noch was mit dem Aufstieg, sonst nicht. Ja, ich traue hier doch einigen Chancen nach. Also ich bin jetzt auch auf die finalen Statistiken gespannt, was die so sagen. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, wäre für mich ein Sieg gar nicht unverdient gewesen. Bester Mann, Clichy. Hatte ich, glaube ich, auch noch nie. Schauen wir mal. 10 zu 7 Schüsse. Mehr Ballbesitz, bessere Passqualität. Gut, ja, vielleicht war es auch auslichen. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich habe halt wahrscheinlich, ja, ein bisschen zu viele Chancen liegen lassen. Ihr seht 10 Schüsse und nur 3 aufs Tor. Ich denke, da hat es am Ende heute gehapert. Aber ich glaube und hoffe trotzdem ein spannendes Spiel, das euch gefallen hat. Wenn dem so ist, gerne einen Daumchen hoch da lassen. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich auch gerne machen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.